Mundwinkelfalten werden auch Marionettenfalten genannt und sie lassen dich schnell alt aussehen. Sie sorgen dafür, dass die Mundwinkel optisch nach unten gezogen werden und lassen dich einfach traurig aussehen, obwohl du das gar nicht bist. Wenn du selber unter Mundwinkelfalten leidest, möchtest du diese sicherlich auch schnell wieder loswerden. Wenn dem so ist, haben wir gute Nachrichten für dich. Denn in diesem Video zeigen wir dir, wie du Mundwinkelfalten loswerden kannst und das natürlich ganz ohne OP. Selbst wenn du noch keine oder nur sehr schwach ausgeprägte Marionettenfalten hast, solltest du die folgenden Tipps beherzigen. Denn sie können auch dafür sorgen, dass sich die Mundwinkelfalten nicht so schnell weiter ausbreiten und sind so auch eine gute Maßnahme zur Vorbeugung. Grundlegend kann man sagen, dass eine gute Ernährung, viel Trinken und Cremes schon helfen können, die Mundwinkelfalten einzudämmen. Wenn du zu wenig trinkst, trocknet deine Haut schnell aus. Das gleiche gilt, wenn du sehr viel in der Sonne bist, ohne angemessenen Sonnenschutz. Auch der Verzehr von Alkohol sowie Nikotin kann Mundwinkelfalten begünstigen. Wenn du dich an diese Dinge hältst, bist du schon einen guten Schritt weiter und tust aktiv etwas gegen deine Marionettenfalten. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Jotox. Das Ganze kommt aus den USA. Hierbei kannst du dir mit Hilfe von einigen Übungen deine Gesichtsfalten quasi wegtrainieren. Es ist dabei eine Kombination aus Gesichtsyoga und Massagen, die deine Mimik entspannen sollen und damit zu einer Abschwächung der Falten beitragen. Für die Mundwinkelfalten eignen sich hierbei drei Übungen ganz besonders, die wir dir jetzt einmal im Detail erklären wollen. Nummer 1. Forme deine Lippen zu einem Kussmund und lege dann deinen Kopf in den Nacken. Diese Position solltest du jetzt für ca. 10 Sekunden halten. Danach wiederholst du diese Übung mindestens 3 Mal. Nummer 2. Balle deine Hände zu Fäusten und stütze jetzt dein Kinn auf diesen ab. Auch diese Position solltest du für etwa 10 Sekunden halten und die Übung insgesamt 3 Mal wiederholen. Und Nummer 3. Strecke deine Zunge heraus und versuche mit dieser deine Nasenspitze zu berühren. Auch hier wieder 10 Sekunden in der Position verharren und das Ganze 3 Mal wiederholen. Wichtig hierbei ist, dass du diese Übung etwas länger ausführst. Mache es am besten einmal täglich und nach einiger Zeit solltest du eine deutliche Besserung deiner Marionettenfalten beobachten können. Marionettenfalten kaschieren. Wenn die Übungen nichts für dich sind oder du es einfach nicht schaffst, diese regelmäßig durchzuführen, kannst du deine Marionettenfalten mit einigen Tricks auch kaschieren, damit sie eben nicht mehr so stark ausgeprägt sind. Dazu trage erst einen Concealer direkt auf die Marionettenfalten auf, um den dunklen Schatten abzudecken. Danach kann noch etwas Highlighter aufgetragen werden. Das glänzende Produkt sorgt dafür, dass die Partie um die Marionettenfalten gut ausgeleuchtet wird. Am Ende leicht abpudern, damit das Make-up länger hält. Schon sind deine Falten deutlich unsichtbarer geworden. Falls diese beiden Tipps nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen, bleibt nur noch der Gang zum Hautarzt. Es gibt hier die Möglichkeit, die Mundwinkelfalten mit Hyaluron aufzuspritzen, wodurch diese dann ebenfalls nicht mehr so sichtbar sind wie vorher. Probiere es mit den hier genannten Möglichkeiten unbedingt einmal aus und vielleicht sind auch deine Marionettenfalten demnächst deutlich weniger ausgeprägt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.